Ein Braumeister nicht weit von hier nimmt völlig verärgert am Bier. Zu meinem Schrecken will's einfach nicht schmecken, ob ich mal Corona probier. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wäre dieser Braumeister fromm und katholisch, dann würde er vielleicht den folgenden Satz beten. Heilige Corona, erbitte uns Standfestigkeit im Glauben. Diese Bitte steht so genau geschrieben über dem Altar in der Wallfahrtskirche in St. Corona am Wechsel in Österreich. In der christkatholischen Kirchenzeitung, da las ich heute einen kurzen Artikel über diese heilige Corona, eine frühchristliche Märtyrerin. Märtyrerin, das bedeutet, wie Sie wohl wissen, eine Frau, die aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung hingerichtet wurde. Diese Corona ist oft abgebildet mit zwei Palmbäumen, weil sie mittels zwei Palmen hingerichtet wurde. Und wenn Sie sich fragen, wie jemand mittels zweier Bäumen hingerichtet wird, nun, das ist so. Ja, grausame Menschen können hin und wieder sehr erfinderisch sein, vor allem, wenn sie ein abschreckendes Exempel statuieren wollen. Das ökumenische Heiligenlexikon gibt die folgende Information über die heilige Corona. Corona war nach den Legenden die Frau des Märtyrers Viktor. Im Alter von erst 16 Jahren starb sie ebenfalls den Martertod, indem sie mit zwei gebeugten Palmen beim Emporschnellen zerrissen wurde. Corona ist so auf Bildern zu erkennen an ihren Attributen. Das sind dann meistens zwei Palmen und auch eine Krone, oft mit entweder Goldstück oder Schatzkästchen. Übrigens ist merkwürdig, dass das andere Corona auf alten Werbeplakaten noch oft mit zwei Palmen dargestellt wird. So, als hätte das Bier etwas mit der Märtyrerin zu tun. Sehen Sie die zwei Palmen? Die Geschichte einer solchen Märtyrerin ist für mich eigentlich ambivalent. Sie weckt doppelte Gefühle. Die Christen haben oft Kraft geschöpft aus dem Mut dieser Märtyrerinnen und Märtyrer. Sie bauten nicht umsonst ihre Kirchen auf ihre Gräber und feierten dort ihre Feste. Und so haben die Märtyrerinnen und Märtyrer der Kirche ein wichtiges Vermächtnis gegeben. Andererseits sind ihre Geschichten auch Beispiele von einer sinnlosen Gewalttätigkeit, die auch heute noch existiert. Ähnlich ambivalent ist für mich die Corona-Krise. Wir lernen vieles durch sie, indem wir anders leben und kommunizieren. Wir merken, dass Ungeahntes möglich werden kann. Trotzdem ist es in erster Linie traurig, wie viele durch diese Krankheit leiden und auch sterben müssen. Nicht nur Ambivalenz verbindet die heilige Corona mit der Corona-Pandemie. Die heilige Frau ist Patronin der Schatzgräber und Metzger für Standfestigkeit im Glauben, die wir schon hörten in dieser Kirche, auch in Geldangelegenheiten, auch so der Lotterie, gegen Unwetter und gegen Seuchen. Das heißt, die heilige Corona ist in der mittelalterlichen Tradition eine Art Postadresse für Gebete, wenn eine Seuche droht oder stattfindet. Also ich weiß nicht, ob ich daran glaube und auch nicht, ob es unbedingt christkatholisch ist. Aber es schadet bestimmt nicht, wenn ich ab und zu heimlich flüstere: Sancta Corona, ora pro nobis. Das war's für heute. Vielen Dank für all Ihre Reaktionen und Ideen. Morgen gibt es wieder einen Mini-Gottesdienst. Adieu miteinander.